Kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Und fast ist sie schon wiederum, die letzte Septemberwoche. Ein ganz herzliches Hallo heute am Freitag. Hochschulaußenstelle Memmingen ein Flop. Bislang erst 7 Bewerber für neuen Studiengang der Hochschule Kempten. Nach der Flucht die Integration. Experten, Politiker und Ehrenamtliche beraten sich in Sonthofen. Und einer für alle und alle für einen. Altus Ried erwartet 2017 eine Neuinszenierung eines echten Klassikers. Jedes Jahr mehr Studenten, mehr Studiengänge. Jedes Jahr wird die Hochschule Kempten größer und feiert einen Erfolg nach dem anderen. Vor Beginn des neuen Studiensemesters Anfang Oktober muss die University of Applied Sciences nun aber einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Ein klein wenig Ratlosigkeit herrscht derzeit beim Kemptener Hochschulpräsident Robert Schmidt und seinem Stellvertreter Dirk Jakob. Die beiden blicken mit großer Sorge auf den neuen Studiengang, der Anfang Oktober die neue Hochschulaußenstelle in Memmingen einweihen soll. Systems Engineering heißt dieser und bietet eigentlich Platz für 30 Studenten. Bislang haben sich aber nur 7 angemeldet. Sie haben richtig gehört, 7. Das ist ziemlich wenig. Gut, wir haben natürlich einen relativ kurzen Zeitraum für die Anmeldung beziehungsweise auch für die öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen gehabt. Aber es sind zu wenig. Hochschulpräsident Robert Schmidt findet dafür sogar noch deutlichere Worte. Zwar will er keine Schuldzuweisungen, trotzdem sieht er die Memminger Wirtschaft in der Pflicht. Schließlich ist der 9 Semester dauernde Teilzeitstudiengang eine berufsbegleitende Weiterbildung und damit primär für Firmen und Berufstätige ausgerichtet. Die Wirtschaft in Memmingen hat diesen Standort gefordert und wollte hier eine Außenstelle der Hochschule. Nun haben wir das aufgebaut. Der Studiengang ist wirklich zukunftsweisend, sowohl was die Lehrmethoden und Inhalte angeht, als auch was das Thema angeht, nämlich Digitalisierung, Industrie 4.0, absolut aktuell. Und da sind wir jetzt schon etwas enttäuscht, dass wir hier bei der Wirtschaft nicht die Resonanz finden, die wir uns vorgestellt haben. Im Partnerstandort Nördlingen läuft es dagegen besser. Dort sind bereits 20 Studenten eingeschrieben. Damit kommt man insgesamt immerhin auf 27 Studenten. Da das Projekt von mehreren Seiten gefördert wird, fallen für diese 27 auch keine Studiengebühren an. Aber wenn die Studentenzahl weiterhin so niedrig bleibt, fallen diese Gelder weg. Und ohne Förderung kein Studiengang. Doch Angst, dass damit auch der Hochschulstandort Memmingen aufgelöst wird, muss niemand haben. Wir haben nicht die Absicht, hier den Standort Memmingen wieder einzustellen. Wir wollen ihn weiter ausbauen, wir wollen ihn pflegen. Wir haben ja auch in Memmingen ein Technologietransferzentrum und es wäre wunderbar, wenn man die beiden Dinge auch räumlich vereinen könnte. Ich bin da ganz zuversichtlich, aber es müssen halt wirklich alle, Kommunen, Wirtschaft, IHK, Hochschule an einem Strang ziehen, um das Ganze zu einem Erfolg werden zu lassen. Für die 7 Studierenden in Memmingen wird das Semester am 4. Oktober ganz normal beginnen. Der Bewerbungszeitraum wurde sogar bis heute verlängert, trotzdem kam kein weiterer Student dazu. Für die kommenden Jahre gibt sich Dirk Jakob aber dennoch positiv. Es besteht jetzt noch kein Grund zur Panik. Wir werden selbstverständlich noch mal intensiv auf die Firmen zugehen. Wir werden mit der IHK zusammenarbeiten, um hier mehr Interessenten zu generieren. Das sind die Themen, mit denen wir uns dann beschäftigen müssen. Und inhaltlich werden wir natürlich weiterhin überzeugende Arbeit liefern. Ja. Wohl eher liefern müssen, damit rückblickend nur von einem Fehlstart des Memminger Hochschulstandorts die Rede ist. Wie gelingt die Integration von Flüchtlingen? Eine Frage, die sich wahrscheinlich im Moment jeder Landkreis und jede Kommune stellt. Die anfängliche Euphorie ist verflogen und vielen wird klar, dass die Flüchtlinge nicht von heute auf morgen den Fachkräftemangel beheben werden. Ganz im Gegenteil, ein Arbeitspapier der Organisation für wirtschaftliche Kooperation und Entwicklung geht davon aus, dass es bis zu 20 Jahre dauert, bis die Geflohenen das hiesige Beschäftigungsniveau erreichen.
Wie trotzdem bei der Integration die besten Ergebnisse erzielt werden, darüber hat heute die Integrationskonferenz in Sonthofen beraten. Abdul hat es geschafft. Der Geflüchtete hat eine Lehrstelle als Koch bekommen. Doch damit gehört er einer Minderheit an, denn selbst wenn die Flüchtlinge vom Bundesamt für Migration anerkannt sind, gibt es doch viele Hindernisse. Eine Online-Umfrage des Landratsamt Oberallgäu sieht vor allem fehlende Deutschkenntnisse als Problem. Aber auch die Anerkennung von Abschlüssen ist oft schwierig. Was heißt schwer? Ist es relativ? Man muss sehen, es steht seit 2012, eben haben wir das Gesetz zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen. Es besteht die Möglichkeit, dieses Verfahren zu durchlaufen. Das heißt, die Möglichkeit, eben eine Gleichwertigkeit bzw. die Feststellung zu haben zu dem deutschen Referenzberuf. Die Verfahren sind allerdings oft sehr langwierig. Doch auch an anderen Bereichen gibt es noch Luft nach oben. Wie hier bei der Sonthofener Asylsozialberatung existieren viele Anlaufstellen für die Belange der Geflohenen. Doch mangelt es noch an der Kommunikation zwischen den einzelnen Stellen. Trotzdem ist der Landkreis Oberallgäu in Sachen Integration gut aufgestellt und geriet so ins Auge der Bertelsmann Stiftung. Wir haben Kommunen ausgewählt, bundesweit. Dabei ist der Landkreis Oberallgäu. Und diese Kommunen sind für uns Pilotkommunen, um hier zu zeigen, wie es am besten gelingen kann, Flüchtlinge in Arbeit zu bringen, Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. Und das möchten wir dann bundesweit auch für andere Kommunen nutzen. Rund ein Jahr soll das Pilotprojekt des Landkreises Oberallgäu, der Bertelsmann Stiftung und allen an der Integration Beteiligten laufen. Ziel ist es, verschiedene Konzepte für die Bildung und Ausbildung der Flüchtlinge zu erarbeiten. Außerdem sollen Kontakte zu möglichst vielen Lehrbetrieben geknüpft werden. So entsteht dann ein Netzwerk für gute Integration, das sich im besten Fall auf andere Kommunen und Landkreise übertragen lässt. Doch Landrat Anton Klotz bleibt realistisch. Die Meinung, man könne innerhalb von 2-3 Jahren die ganze Integration durchführen, das halte ich für völlig illusorisch. Es ist tatsächlich so, dass wir möglicherweise bis zu 20 Jahre brauchen, bis die heutige Gesellschaft diese Flüchtlinge, die bei uns sind, die Asylsuchenden aufgenommen hat und diese auch entsprechend integriert sind. Vorausgesetzt, wir bekommen nicht nach wie vor weitere Flüchtlinge dann in unsere Heimat, in unser Gebiet, was uns neue Aufgaben dann stellen wird. Doch trotz aller Probleme hätte es auch wesentlich schlimmer kommen können. Schließlich treffen Flüchtlinge wie Abdul auf eine weitestgehend offene und hilfsbereite Gesellschaft. Und auch der Arbeitsmarkt kann viele helfende Hände gebrauchen. Also die folgende Geschichte ist gerade für Tierfreunde wirklich ein Aufreger. Im Juni hat eine Frau bei der Polizei Anzeige erstattet, weil ihre 2 Hunde bei einem Spaziergang am Illerdamm bei Immenstadt Giftköder gefressen hatten und dann verendet sind. Jetzt hat sich herausgestellt, dass das gar nicht stimmte, die Hunde am Leben sind und dass die Besitzerin sie in verwahrlostem Zustand in einem Tierheim abgegeben hatte. Entdeckt wurde das Ganze durch die Züchterin der Tiere. Sie hatte Verdacht geschöpft und in sozialen Netzwerken Fotos der Hunde veröffentlicht. Gegen die ehemalige Hundebesitzerin wird jetzt Anzeige wegen Vortäuschung einer Straftat und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz erstattet. Die 2 Hunde übrigens, die haben inzwischen ein neues Zuhause gefunden. Die geplante Therme in Lindau nimmt weiter Formen an und die große Frage vor dem langen Wochenende. Wie lange hält der sonnige Herbst noch durch? Gleich in Kompakt. Beim Zeus. Geschichten von Göttern und Helden. Antike griechische Stücke und römische Funde aus Campodunum. Kindgerecht und anschaulich. Beim Zeus. Die große Sonderausstellung im Alpinmuseum Kempten. Waffenbär. Das Haus der Jagd und Tracht in Kempten.
beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Geopfad Fronten, Vils, Füssener, Jöchle. Wandern Sie unseren Geopfad entlang und erkunden Sie die geologische Entstehung der Berge. An den verschiedenen Stationen geben Ihnen Infotafeln Auskunft über Geologie, Bergwald, Eis und Wasser. Eben die Entstehung des Gebirges. Bei der Oberschwabenschau in Ravensburg, der größten jährlichen Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Süddeutschlands, erwartet die Besucher eine Mischung aus Show, Beratung, Verkauf und Information, buntem Abendprogramm sowie tollen Sonderschauen, zum Beispiel das Männerparadies. Alle Infos unter oberschwabenschau.de. Residenz Immenstadt historisch erleben beim verkaufsoffenen Feiertag. Über 50 Fachgeschäfte bieten Ihnen attraktive Angebote und ein historisches Programm rund um die Residenzzeit im 17. und 18. Jahrhundert. Vor und in den Geschäften finden Sie Sehenswertes rund um das alte Handwerk, historisches Markttreiben, großes Kinderprogramm, Führungen und vieles mehr. Infos unter einkaufen-immenstadt.de. Zur All-in.de Single Party sind natürlich auch alle Nicht-Singles eingeladen. Zur Flirtunterstützung gibt es ein Speed-Dating und beim Single-Postamt können Verliebte und Umschwärmte sich anonyme Nachrichten schreiben. Für den richtigen Heartbeat sorgt DJ Zepp Rock und dann heißt es auf jeden Fall Bye Bye Winterblues. Die Meldungen vom 30. September. Nach einem Verkehrsunfall in Lechbruck im Ostallgäu ist gestern Abend eine Fußgängerin ums Leben gekommen. Die Frau wollte die Straße überqueren. Weil neben ihr Autos parkten, wurde sie aber von einer vorbeifahrenden Autofahrerin übersehen. Die 22-jährige Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr bremsen und erfasste die Frau. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen, wo sie später verstarb. In Sachen Therme Lindau ist ein weiterer, ganz entscheidender Schritt getan. Der Stadtrat hat jetzt das Bauleitverfahren eingeleitet. Damit sind die Chancen gestiegen, dass das Bad auch tatsächlich, wie geplant, noch vor Weihnachten 2018 fertig ist. Zuvor wurden im Stadtrat noch einige Änderungen präsentiert. So ist beispielsweise aufgrund des Landschaftsschutzes keine Außenrutsche möglich. Wie berichtet, will ein Investor auf dem Gelände des bisherigen Eichwaldbades eine Therme bauen, die aus Strandbad, Sport- und Familienbad sowie Therme- und Vitalbad besteht. In Leutkirch ist die Polizei einem 15-jährigen Autodieb auf die Schliche gekommen. Eine Streife entdeckte den Jungen in der Marktstraße und stellte auch ganz in der Nähe ein Fahrzeug sicher, das der 15-Jährige offenbar in Lautrach gestohlen hatte. Die Polizei geht davon aus, dass der Junge auch für weitere Autodiebstähle im bayerisch-baden-württembergischen Grenzgebiet verantwortlich ist. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Jugendlichen erließ. In Schrattenbach bei Dietmannsried ist gestern Nachmittag ein Gleitschirmflieger abgestürzt. Der 64-Jährige wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Vermutlich war ihm der zur Unfallzeit böige Wind zum Verhängnis geworden. Sein Gleitschirm klappte seitlich ein. Der Mann stürzte aus 7 Metern in die Tiefe. Knapp 63.500 Besucher haben in der vergangenen Spielzeit Robin Hood auf der Altusrieder Freilichtbühne gesehen. Das belegen nun die offiziellen Zahlen. 94-prozentige Auslastung, insgesamt 27 Aufführungen, davon eine Zusatzvorstellung. Alles in allem ein Grund zur Freude für die Verantwortlichen. Das war mit der größte Erfolg, auf nicht nur was das kulturelle, künstlerische betrifft, sondern auch das wirtschaftliche. Und wir haben also einen Reingewinn von weit einer über Million, eine Million. Und das tut uns natürlich sehr gut. Und das ist eine gute Basis, auf der wir weiter aufbauen möchten. Die Altusrieder selbst stellen nur alle 3 Jahre ein Freilichtspiel auf die Beine. Im nächsten Jahr kommt mit den 3 Musketieren dann eine externe Produktion vom Mainzer Staatstheater nach Altusried. Mehr dazu erfahren Sie aber noch im Laufe unserer Sendung. Im Unterallgäuer Ettringen ist gestern Nachmittag ein Mann am Steuer seines Fahrzeugs gestorben. Der 79-Jährige war von Hiltenfingen in Richtung Mittelneufnach unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Forsthofen kam er plötzlich nach links von der Fahrbahn ab. Dort kam das Auto zum Stehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Mann aufgrund einer medizinischen Ursache das Bewusstsein. Er starb noch im Pkw. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Soweit unsere Kurznachrichten heute. Der Blick aufs Wetter.
Heute Nacht wird es zwar bewölkt, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. Der morgige Tag startet recht freundlich. Es sind vereinzelt Wolken zu sehen. Dennoch können wir uns auf milde 17 bis 21 Grad freuen. Nachmittags steigen die Temperaturen noch weiter an. Sonne und Wolken wechseln sich zwar ab, trotzdem liegen die Temperaturen in großen Teilen des Allgäus bei angenehm warmen 19 bis 20 Grad. Am Alpenrand können sogar Temperaturen von bis zu 23 Grad erreicht werden. Das Bergwetter fürs Wochenende zeigt, Sie können sich auf ein Sonne-Wolken-Gemisch in den Allgäuer Alpen einstellen. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei maximal 13 bis 16 Grad. Auf dem Gründen kann das Thermometer sogar bis auf 19 Grad klettern. Die Woche endet mit einem eher regnerischen Sonntag und Temperaturen von maximal 13 Grad. Am Montag ist aber schon wieder Besserung in Sicht. Da bleibt es nach wie vor bewölkt, jedoch schafft es die Sonne immer öfter durch die Wolkendecke hindurch. Wir haben es eben in Kompakt bereits gehört. Die letzte Saison auf der Altusrieder Freilichtbühne war ein voller Erfolg. Und daran möchte man natürlich auch im nächsten Jahr anknüpfen. Wieder mit einem Klassiker, wieder mit der Geschichte eines jungen Helden. Doch aus dem englischen Robin Hood wird 2017 der französische D'Artagnan. Da kommt etwas Großes auf Altusried zu. Ein Klassiker, neu, aber gleichzeitig bekannt. Denn bereits 2011 spielten die drei Musketiere in der Altusrieder Freilichtbühne. Heute Morgen wurde nun die neue Musical-Inszenierung für die kommende Spielzeit 2017 vorgestellt. Im Gegensatz zu damals soll es aber kein normales Theaterstück, sondern eben ein Musical werden. Und da man in der Altusrieder Freilichtbühne bekanntlich gerne mal groß denkt, wird es nicht nur irgendeine Musketierproduktion. Das wird sicher die größte drei Musketierproduktion, die es je gegeben hat, mit einem auch großen Projektorchester. Und ich hoffe, dass Altusried da entsprechend Furore macht und wir werden alles dran setzen, dass es ein großes Glücksereignis wird. Das Musical ist eine Koproduktion zwischen Altusried und dem Mainzer Staatstheater. Aber wie kommt denn sowas zustande? Genau da kommt Markus Müller ins Spiel. Aufgewachsen in Altusried ist er mittlerweile Intendant in Mainz. Und durch den engen Kontakt zu Bürgermeister Joachim Konrad kam dann die Idee, die drei Musketiere im Allgäu aufzuführen. Mit dem Projekt wollen die Verantwortlichen vor allem eines erreichen. Dass am Schluss alle gewinnen. Die Darsteller, weil sie eine tolle Zeit haben im Allgäu. Die Besucher, weil sie spektakuläres Freilichtspieltheater sehen. Die Altusrieder, weil wieder ein Stück mehr abbezahlt ist von der Tribüne. Und wir auch in Mainz, weil wir sagen, Mensch, wir haben wieder ein Stück Kunst ermöglicht. Und vielleicht bleibt im Idealfall sogar noch ein bisschen was für uns übrig. Die Kosten und die eventuellen Gewinne teilen das Staatstheater und die Freilichtbühne untereinander auf. Halbe, halbe. Sollten am Ende rote Zahlen stehen, würden drei anonyme Mäzene einspringen und das Minus ausgleichen, so Müller. Von diesem Worst Case möchte aber niemand ausgehen. Hier sind nämlich alle überzeugt, dass das Musical auf der Freilichtbühne finanziell, aber auch künstlerisch ein voller Erfolg wird. Allein schon wegen der Atmosphäre. Einfach, dass man die Natur mit einbezieht. Und das finde ich gerade auch an dieser Bühne so toll, weil da wirklich so viel Platz da ist. Und sieht ja wirklich aus so ein bisschen wie eine Arena. Und das ist schon großartig. Tobias Bieri war schon mal zu Besuch in der Altusrieder Freilichtbühne. Der 31 Jahre alte Schweizer freut sich bereits sehr auf die kommende Spielzeit und auf seine Rolle als D'Artagnan. Das ist schon toll. Vor allem auch, wir haben Pferde, soweit ich das mitgekriegt habe. Und das ist natürlich dann da, auf dem Pferd reinzureiten mit dem Degen, das ist schon... D'Artagnan wird wieder reiten lernen, weil wir natürlich auch versuchen wollen, dass wir auch Pferde und Natur richtig mit einbeziehen. Dafür muss aber auch das Bühnenbild passen. Noch bevor der erste Schnee liegt, soll deshalb der Bauplan dafür stehen. Ab Mai starten dann die Proben mit dem gesamten Cast.
Aber was die Anzahl der Aufführungen angeht, geben sich die Verantwortlichen noch bescheiden. Ach, wir würden natürlich am liebsten über 20 spielen. Theoretisch können wir fast 25 spielen, aber wir fangen jetzt mal. Wir versuchen bescheiden und vorsichtig zu sein, haben jetzt 13 angesetzt. Aber wenn ich am Schluss 20 gespielt habe, dann bin ich schon sehr glücklich. Der Plan steht also. Jetzt muss es nur noch in der Praxis funktionieren. Am 24. Juni heißt es dann für Porthos, Athos, Aramis und eben D'Artagnan zum ersten Mal. Einer für alle und alle für einen. Wir denken viel zu wenig daran, dass wir so viel Grund haben, mal Danke zu sagen. Zum Beispiel für die reichhaltige Ernte, die jetzt gerade zu Ende geht. Die katholischen Christen feiern das Erntedankfest immer am ersten Oktoberwochenende. Traditionell werden die Altäre mit Getreide, Früchten oder Blumen geschmückt. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders, obwohl viele trotz der guten Ernte bei uns auch an diejenigen denken, denen es nicht so gut geht. Dankbarkeit für die Gaben der Natur, ausgedrückt mit den Pflanzen oder den Produkten aus ihnen, dargebracht vor dem Altar. Erntedank ist einerseits ein großes Fest, auf der anderen Seite aber auch die Sorge um die Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wenn ich zum Beispiel in diesen Tagen in den Nachrichten höre, Originalstimmen von Menschen aus Aleppo in Syrien, die sagen, was haben wir verbrochen? Dass wir bombardiert werden, dass die Lebensmittelzufuhr gestoppt wird und bombardiert wird. Da kann ich natürlich sagen, diese Menschen haben genauso wenig verbrochen wie wir. Und beim Erntedank, da mischt sich unsere Dankbarkeit auch mit der geteilten Sorge für das, wie es anderen Menschen geht. In einigen Pfarrgemeinden des Bistums werden zu Erntedank Körnerteppiche gelegt. Andere wiederum gestalten sogenannte Erntekronen. Aber egal in welcher Form die Dankbarkeit für die Ernte ausgedrückt wird, die Absicht ist immer die gleiche. Seit einiger Zeit gibt es zu Erntedank die Mini-Brot-Aktion der Landvolkbewegung. Dabei werden kleine Brote gebacken, die rund um Erntedank verkauft werden. Der Erlös kommt Hilfsbedürftigen zugute. Wenn man davon ausgeht, dass ungefähr 1000 Pfarreien in unserem Bistum Augsburg gibt und wenn davon 700 mitmachen, dann ist es ein sehr großer Erfolg und wir sind sehr froh darüber als Verband, dass diese Aktion nach wie vor eine ganz hohe Beteiligung hat und auch vom Ansehen her, vom Image her eine sehr große Nachfrage hat. Erntedank ist bei uns also nicht nur die große Feier für die Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit. Es ist auch ein Anlass, darüber nachzudenken, dass viele Menschen auf der Welt mit sehr viel weniger Gütern auskommen müssen. Mit dem Radl fahren, das ist nicht nur gesund, sondern auch eine CO2-neutrale Fortbewegungsmöglichkeit. Also super für die Umwelt. Um herauszufinden, wie fahrradfreundlich deutsche Städte sind, gibt es den ADFC Fahrradklimatest. Die Online-Befragung läuft noch bis Ende November und fordert die Radler auf, die Radwege, die Sicherheit und die allgemeine Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt zu bewerten. Die am besten getesteten Städte werden dann ausgezeichnet. Mitmachen kann jeder unter www.fahrradklima-test.de. Der ADFC-Test ist die größte Befragung zur Radfahrersituation weltweit und findet in diesem Jahr zum 7. Mal statt. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus, unser Bier. Weil eine kleine Überraschung viel Freude macht. Weil Wertschätzung verbindet. Weil Verlässlichkeit Vertrauen schafft, bringen wir mehr. Aus Überzeugung. Präg. Wir verstehen Energie.
Wir bauen auf Holz. Mit Erfahrung und Leidenschaft. Modern und hochwertig. Böden, Einrichtungs- und Gestaltungsbeispiele auf 1500 Quadratmetern. Holz und Bau Esper Müller in Kaufbeuren. Ihr starker Partner für Innenausbau mit dem Naturprodukt Holz. TV Bayern Live zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard, Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. TV Bayern Live, immer samstags, live informiert. TV Bayern Live, keiner ist näher dran, denn TV Bayern Live, das sind 16 Lokalsender im Freistaat. Unsere Korrespondenten sind dort zu Hause, wo es passiert. TV Bayern Live, ganz Bayern in einer Stunde. Immer samstags um 17.45 Uhr auf RTL und am Sonntag ab 17 Uhr bei Ihrem Regionalsender. Tegelberg, Spaß und Action für die ganze Familie. Großer Spielplatz, Sommerrodelbahn und Kletterspaß für Groß und Klein. Tegelberg in Schwangau. Immer ein besonderes Ausflugsziel. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Am Montag ist in München letzter Wiesentag. Die Besucherzahlen werden in diesem Jahr wohl unter den erstrebten 6 Millionen bleiben. Trotzdem vergleichsweise klein dagegen ist die Allgäuer Festwoche hier in Kempten mit knapp 170.000 Besuchern. Bei solchen Veranstaltungen geht es aber ja eigentlich gar nicht so sehr um die Besucherzahlen, sondern darum, wo man sich wohler fühlt und mehr Spaß hat. Wir sind dieser Frage nachgegangen und haben Passanten in der Kemptener Fußgängerzone gefragt, was sie besser finden, die Allgäuer Festwoche oder das Münchner Oktoberfest. Mal, eigentlich eher die Festwoche. Die Festwochengänger. Festwoche auf jeden Fall. Festwoche. Und warum? Weiß nicht, ich finde Festwoche ist mehr so Allgäu halt und Oktoberfest, da kommt so die ganze Welt und alle sind so möchte gern Bayern. Erstens, weil es hier näher ist, muss nicht bis nach München fahren und zweitens sind es wahrscheinlich nicht ganz so viele Leute. Festwoche natürlich besser, weil da deine ganze Leute da hast. Der Festwoche ist jetzt so ein enger Teil wie am Oktoberfest. Da kenne ich einfach mehr Leute und das macht dann mehr Spaß, wenn man viele kennt. Ist halt hier in der Nähe und ist mehr Tradition wie auf der Wiesn. Okay, also ein absolut Allgäu-treues Ergebnis. Wenn Sie den Vergleich nochmal persönlich machen wollen, die Wiesn geht ja noch bis zum Feiertag am Montag. Der Tag der Deutschen Einheit beschert uns jetzt ein langes Wochenende. Das Wetter will nicht so ganz mitmachen, aber ich hoffe, Sie lassen sich davon die Laune nicht verderben und genießen die 3-Tage-Wochenende. Am Montag übrigens haben wir natürlich eine aktuelle Feiertagssendung für Sie, dann mit David Jo. Bis bald und eine gute Zeit für Sie.